Hey Christian. Hi Simon, was machst du denn hier? Ja, ich filme dich. Was steht denn heute an als Video? Wir haben heute ein richtig spannendes Video und zwar von einem Produkt von uns, was wir bis heute noch nicht wirklich groß produziert oder auch publiziert haben. Wir haben bei uns immer wieder Kunden, die anfragen und sagen, ich habe da ein Objekt, ist es das Objekt wert, ist das Objekt gut, ist es in gutem Zustand, ist es ein fairer Preis, ist es ein schlechter Preis. Dass sie also sehr, sehr viele Fragen haben und einfach ja mit der Information, mit dem ganzen Wissen überfordert sind. Und bei uns ist es ja so, wir betreuen über 4000 Immobilien in ganz Nordrhein-Westfalen. Wir haben einen eigenen technischen Hausmeisterservice. Das heißt, wir sanieren Objekte, wir können also bauliche Zustände sehr gut beurteilen oder auch ändern. Ich habe selbst über 50 Immobilien selber gekauft, selber erarbeitet, erkauft. Das heißt also, ich weiß, wie das funktioniert. Wir sind als Makler tätig. Wir wissen also sehr gut und können sehr gut einschätzen, welche Immobilie welchen Preis wert ist. Und daher haben wir letztes Jahr schon mit mehreren Teilnehmern auch mehrere Coachings durchgeführt und machen das jetzt das Ganze auch für alle Interessierten möglich. Weil es ist halt oft so, eine Immobilie ist halt, wie soll ich sagen, ist das Teuerste, was man in der Regel kauft. Also meist werden die später noch teurer, aber jetzt in dem Punkt, wenn du jetzt bei dem Erstkauf bist, ist teurer als jedes Auto, was du hattest. Also von daher ist es ein Invest. Man hat sehr oft Angst, Falsches zu kaufen, Falsches zu machen, irgendwas übersehen zu haben. Und es gibt viele Leute, die deswegen sogar schlaflose Nächte haben. Doch das muss überhaupt nicht sein, denn wir können dich von A bis Z komplett dabei begleiten. Wir können alle deine Fragen beantworten. Und das ist wirklich angefangen von Objektzustand, Objektwert, eine Einschätzung des baulichen Zustands, eine Empfehlung, was man machen könnte. Darüber hinaus die Einwertung des Preises. Ich kann dir sofort sagen, das Objekt ist das wert. Oder ich kann dir auch eine Empfehlung geben, was man eventuell bieten sollte. Auch ich kann gerne mit Empfehlungen geben, wie man Verhandlungen durchführt. Wenn es wünscht, können wir Verhandlungen übernehmen. Da kann man auch darüber sprechen. Das heißt also auch das, die Einwertung und der Preis. Dann, Eigentumswohnungen sind halt speziell, man hat nur Teileigentum. Da gibt es noch besondere Sachen zu beachten. Teilungserklärung musst du lesen und verstehen. Protokolle der letzten Versammlung, die sprechen eine eigene Sprache, wenn man sie kennt. Ich achte zum Beispiel, vielleicht ein Hinweis auch für dich, wenn das für dich spannend ist, worauf ich achte ist, ich setze das Verhältnis Tagesordnungspunkte zu der Versammlungsdauer. Wenn die 5 Punkte haben und die Versammlung geht 4 Stunden, dann weißt du, bei dem Laden gibt es enorme Probleme, menschlicherseits. Zum Beispiel. Dann, welche Themen werden besprochen? Warum? Wie lange? Eventuell kann man im Beirat sprechen. Also, Sondereigentum oder Teileigentum ist nochmal ein ganz, ganz spezielles Thema mit einem sehr, sehr breiten Feld, was, wenn du es noch nie vorhattest, wirklich komplettes Neuland ist. Und das Witzige ist ja, es gibt ja viele Facebook-Gruppen dafür und es gibt ja viele Foren und es gibt ja so viel im Internet an Wissen. Es gibt so viele Videos auch. Aber es ist oft so, wenn du eine konkrete Frage hast und du stellst sie in so einer Facebook-Gruppe, du kriegst immer 2 Antworten. Eine, die sagt auf jeden Fall und eine sagt auf gar keinen Fall. Und dann bist du sehr oft aufgeschmissen und weißt einfach nicht, wo es lang gehen soll. Und mit diesem Coaching sind wir für dich der Kompass, die Landkarte, der dir aufzeigt, welchen Weg du gehen musst, was du tun musst, was gut ist, was schlecht ist. Wir empfehlen dir ganz klar, was du tun sollst. Das heißt, wir analysieren nicht nur und sagen, okay, passt oder passt nicht. Wir sagen ganz klar, ich würde das so und so machen. Mach das besser den und den Weg. Nimm die Finanzierung, nimm die Finanzierungsart bei der Bank, sprich mit dem. Alles das. Also wirklich das, was du als Erstkäufer, als Neukäufer, du mit Sicherheit, wenn du dich beschäftigt hast damit, vielleicht 5%. Wenn du dich mit sehr beschäftigt hast, vielleicht 10% davon schon kennst. Und die anderen 90%, die kennen wir. Das heißt, wenn du da Unsicherheiten hast, wenn du nicht sicher bist, ob das das Richtige ist, was du tun willst, wenn du nicht sicher bist, ob das richtige Objekt ist, ob das richtige Kauf ist und so weiter, all das können wir beantworten. Wie das geht? Ganz einfach. Wir haben ein Kontaktformular. Da kannst du dich auf ein Erstberatungsgespräch bewerben. In diesem Gespräch sprechen wir beide 1/2 Stunde und du stellst mir alle Fragen, die du hast. Du kannst mich alles fragen, was dich in dem Moment beschäftigt, was deine konkreten Fragen sind. Und ich werde dir im Gespräch auch konkrete Antworten sofort darauf geben.
Wenn du nach der Meinung bist, dass du da von dem Coaching oder von diesem Wissen und von diesen Fähigkeiten profitierst und das, was für dich ist, dann kooperieren wir gerne zusammen. Wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Aber ich bin sehr gespannt auf deine Fragen. Ich bin sehr gespannt zu hören, wo du stehst. Von daher, für das Kontaktformular jetzt bitte aus. Und wir sehen uns bald.